Zu den beliebtesten Kandidaten der Sendung Love Island gehörte wohl auch Danilo. Er hatte kurzzeitig etwas mit Melissa am Laufen, bis sie freiwillig die Sendung verlassen hat. Doch seine große Liebe war von Anfang an Diana. Als sie zurückkam, war er total aus dem Häuschen. Dumm nur, dass Melissa anscheinend an seiner Seite war. Wie es dann weitergeht, wissen wir alle. Inzwischen sind die Kandidaten wieder zu Hause und auch Danilo ist endlich bei seiner Familie angekommen. Nun setzt nicht nur er, sondern auch seine Mutter ein Statement zu der ganzen Love Island-Geschichte. Hier ist das Statement. Schaut es euch gerne an. So Leute, ich bin hier mit meiner Löwenmama. Ich glaube, ihr kennt sie alle vom Fernsehen. Es war für sie nicht leicht, da ins Fernsehen überhaupt zu kommen. Da ich sie sehr gut kenne, ich habe sie noch nie so erlebt. Ich kenne sie jetzt schon 22 Jahre, aber so habe ich sie noch nie erlebt. Und ich glaube, sie möchte einfach ganz kurz was. Ja, und ich glaube, sie möchte einfach noch ganz kurz was sagen, dass sie auch ein bisschen die Augen öffnet. Ja, genau. Hallo zusammen, hier bin ich wieder. Mittlerweile kennen mich ja schon ganz viele. Sehr, sehr komisch für mich. Aber gut, mein Auftritt bei Love Island war emotional sehr, boah, ich war sehr geladen in diesem Moment. Es waren sehr, sehr viele Emotionen und Nervosität. Wie auch immer, ich kam echt sehr krass rüber. Kann ich? Ganz, mach weiter. Okay. Das ist ein Anfängerfehler. Absolut. Wobei ich dann stehen geblieben, ja, ich war sehr geladen, habe mich gesehen, nochmal auch im Fernsehen, war selber ein bisschen geschockt, aber so war es halt auch. Und zwar stehe ich auch dazu, zu dem alles, was ich in dem Moment dort gesagt habe. Im Nachhinein ist es jetzt so, ich bin Danilo und Diana habe ich empfangen am Flughafen, als sie zurückkamen. Und ich muss sagen, das war für mich echt ein ganz besonderer Moment. Bevor Danilo nach Hause kam, hatte ich mit ihm ein langes Telefonat und da wurden mir doch die Augen wirklich geöffnet, dass das, was wir sehen, einfach echt eigentlich zu kurz ist, um uns solche Meinungen uns festzuhalten. Also Wahnsinn, wirklich. Hat mir viele Details erzählt, die mir eigentlich echt wichtig gewesen wären, die zu sehen, aber die Möglichkeit gab es nicht. Ich meine, wir haben täglich immer knapp eine Stunde von denen ihre 24 Stunden gesehen und haben uns unsere Bilder gemacht, unsere Filme auch im Kopf. Also ich habe mir dann auch Filme gemacht und das hat mich natürlich dann eben so weit gebracht, dass ich ihm die Augen öffnen musste, weil mir war das einfach, das zu sehen, das ging für mich gar nicht. Ich habe die Möglichkeit bekommen und ja, bin dann als Überraschung brutale Überraschung. Ja, so war das von meiner Seite aus. Ja, und jetzt im Nachhinein einfach ist es so, ich verstehe mich super mit Diana. Das war Vergangenheit, was da alles war, was da alles passiert ist und dazu will ich mich auch gar nicht mehr äußern. Ja, und die kamen mir entgegen, total süß. Die waren eine Einheit, glücklich, Ausstrahlung, hat einfach alles gestimmt da am Flughafen. Und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit zusammen. Eine lange gute Zeit wäre natürlich auch noch schöner, aber wie auch immer, eine schöne Zeit, einen neuen Anfang, einen Lebensabschnitt. Jetzt, ab jetzt geht es in eine andere Richtung und für mich ist es sowieso so, egal wie sich mein Sohn entschieden hätte, für mich ist es so, wenn er glücklich ist, dann bin ich es auch. Und das war's von meiner Seite, genau. Okay? Also macht's gut. An die beste Löwenmama aus Deutschland. Ciao Leute. Ciao. Wenn ihr mehr über eure Lieblingspromis erfahren wollt und die Ersten sein wollt, die von den Neuigkeiten wissen, dann abonniert doch einfach Check the Celeb. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich auf das nächste Mal mit euch.